Ich habe einmal in einem Vortrag erwähnt, wie ich gerade konvertiert war und dann angefangen habe zu beten, wie unbeschreiblich dieses Gefühl war. Allein im Zimmer, nur mit meinem Gebetsteppich. Ich kannte kaum was vom Gebet. Aber trotzdem war es ein wunderschönes Gefühl. Die Niederwerfung der Sujud, das war überwältigend. Ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich hatte Angst, dieses Gefühl zu verlieren. Aber nicht alle Gebete danach waren so. Eigentlich hatte ich genau dieses Gefühl danach nur noch ab und zu. Im Allgemeinen, nein, das war nicht immer so. Es gab durchaus nochmal solche Momente, im Ramadan beispielsweise, in Mekka bei meiner ersten Pilgerfahrt. Manchmal auch so einfach zwischendurch. Aber ja, es gab auch die Momente, wo sich das Gebet angefühlt hat wie eine Routine im Alltag. Manchmal habe ich es auch ganz schnell irgendwo verrichtet. So auf dem Parkplatz in der Fachhochschule. Sogar mal in der Umkleidekabine von einem Bekleidungsgeschäft. Da ist das Gefühl schon anders. Das ist normal. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Es ist kein Alarmzeichen, wenn dieses Gefühl wie am Anfang nicht immer auftritt. Beziehungsweise wenn es danach irgendwann zu einer Ausnahme wird. Das Gebet hat nicht an allererster Stelle die Funktion, uns ein schönes Gefühl zu geben. Und wir sollten das auch nicht so sehen. Denn dann wäre es etwas aus reinem Eigennutz. Religion als Mittel, um uns ein schönes Gefühl im Leben zu geben. Wie eine Restaurantkette in Amerika das gemacht hat. Die hat die Angestellten so schlecht bezahlt, dass die irgendwann depressiv wurden. Und als Reaktion darauf hat sie nicht etwa die Bezahlung verbessert, die haben einen Seelsorgeservice eingerichtet. Religion als Wohlfühlmittel in schweren Zeiten. Aber wir sollten unsere Religion nicht so sehen. Als Mittel, um uns das Leben hier angenehmer zu gestalten. Das tut sie ohne jeden Zweifel. Aber das ist nicht der Grund und unser Ziel bei der Befolgung der Gebote. Als Allah Adam ins Paradies hat eintreten lassen, da hat er ihm einfach verboten, von einem Baum zu essen. Ohne Erklärung. Er hat nicht dazu gesagt, wenn du davon isst, dann passiert X und Y. Die Inhaltsstoffe sind krebserregend oder bakteriell versorgt oder schwer verdaulich. Darum ging es gar nicht. Ob das schädlich ist oder nicht, ob ihm das ein gutes oder schlechtes Gefühl gibt, er sagte ihm nur eines. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kommt jedoch diesem Baum nicht zu nahe, sonst würdet ihr zu den Ungerechten gehören. Es wäre ein Unrecht, dieses Gebot Allahs nicht zu befolgen. Wir verrichten das Gebet, weil Allah es uns befohlen hat. Das ist sein Recht. Und es nicht zu tun, ist ein Unrecht ihm gegenüber. Und es kann sein, dass er uns aus seiner Gnade heraus ein wunderschönes Gefühl in diesem Gebet schenkt. Nicht, weil wir das irgendwie verdient haben. Einfach so. Und dann genieße es. Aber mach dir nicht die Sorgen, wenn das nicht so ist. Und lass deine Gedanken nicht zu sehr darum kreisen. Für uns ist Religion etwas anderes als für die Menschen hier. Religion ist nicht einfach Krisenmanagement. Es ist die Hingabe an den einen einzigen wahren Gott, indem man seine Pflichten ihm gegenüber ernst nimmt. In der Hoffnung, dass man irgendwann vor ihm steht und er uns nicht für unsere Nachlässigkeit zur Rechenschaft zieht. Und auf dem Weg dahin freut man sich über jedes Geschenk, das er einem zuteil werden lässt. Ohne, dass er dazu verpflichtet wäre und ohne, dass unser Denken nur darum kreist. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.